Wie gemütlich das hier aussieht. Ein schöner Herbstwald. Bleibt bestimmt sehr lange so friedlich. Ich will mal in das neue Gebiet da reiten. Das sieht auf der Map auch ganz schön aus. So schön grün. Das gucken, Augenblick. Okay, zu lange Pause machen darf ich hier nicht. Da war jetzt schon der Runenbär auf mich. Ewig gegen keinen Runenbären gekämpft. Wisst ihr was? Mal wieder Zeit. Einfach mal ein Duell. So. Ne, ein Felsen ist ein bisschen unpraktisch. Falls wir gewonnen werden, mochte ich ihn immer ganz gerne. Oh. Das war knapp. Weil man die Angriffe so gut lesen kann. Oh, das war. Da wollte ich gerade durchrollen. Das habe ich anscheinend nicht so gut gelesen. Ausgewichen. Das war zu früh. Ja, wenn man einen Fehler macht, tun die ganz schön weh. Und da sie recht viel HP haben, ist da viel Potenzial für Fehler. Eben hat auch eine Menge Runen gegeben. Die Mutter. Die ekligen Viecher. Da bin ich gerade ein bisschen in Stress. Habe ich gegen die fliegenden Skorpione schon mal gekämpft? Guck mal her. Nicht nur Gift. Komm mal näher ran, nicht nur hier. Genau. Aber fliegende Gegner nerven nur ein bisschen. Das ist auch gar nicht mein Ziel. Ich wollte schauen, ob wir zumindest erstmal vielleicht einen Ort der Gnade bekommen in dem neuen, in dem grünen Gebiet und wie wir da weiterkommen. Auf der Karte sieht es aus wie so eine Klippe. Das lässt sich manchmal so schwer abschätzen. Vorneweg. Und eigentlich war es dann hier nur so ein kleines Felschen. Ja, jetzt sind wir schon auf dem Grünen. Aber es kann natürlich sein, dass es hier nicht weitergeht. War doch da schon weiter. Oder nicht? Ja, doch, hier kommt. Ja, vielleicht kann man doch nicht so leicht da hoch, wie ich dachte. Muss ich doch über diesen Teleportpunkt reißen? Oh, da liegt noch was. Holen wir uns mal.
geschehen. Will ich mal so schnell wie möglich wegmachen, weil die halt so nerven, wenn die immer durch die Gegend eiern. Lieber ein bisschen Damage kassieren, die einfach schnell wegballern. Gut. Na. Okay. Ja, das ist mal ein bisschen tricky gegen mehrere, weil das Timing dann von, wenn sie Angriffe so chain, sehr unangenehm ist. Das versuche ich immer zu vermeiden, gegen mehrere gleichzeitig zu kämpfen von denen. Haben wir gut gemacht. Hat gut geklappt, der Plan. Weil der auch gleich darunter gefallen ist. Ist man denn da lang? Ist man da lang? Und so ein Horn herrollt. Gefühlt bin ich aber eigentlich eher auf der Seite von den Horn herrollen. Ich weiß nicht, warum wir mit denen so einen Stress haben. Übrigens. Nee, ja, könnte ein bisschen chilliger sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind, naja. Allein schon die ekligen Geräusche, die machen. Aber die gehören ja zu der Sammlerbrut und jetzt sind die teilweise zumindest neutral, sagen wir mal. Wo ist der andere hin? Vielleicht da runter. Jetzt noch hier so eine ganze Patrouille vorbei. Ne? Zwei. Die beten diese Dinge an. Wofür stehen die eigentlich? Die sind. Hat das mit Mesmer zu tun? Meine, das, so weit geht halt immer mein Verständnis. Das ist rot. Was ist denn das? Das ist eine Blume. Mesmer ist ja eher Feuer. Das hat was mit der Fäulnis zu tun. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das verbinden. Also, hier unten dann kam er jetzt dann doch nicht dahin. Man kommt hier ein bisschen weiter. Witzigerweise ist das hier, was ziemlich trennscharf aussieht. Kein so ein großes Hindernis, aber das hier ist zu hoch. Das heißt, da kommen wir anders hin. Ich mache jetzt noch die Burg zu Ende. Das Gebälk hier. Das war ziemlich krass. So, das Schatten, das Tor, Lagerhaus, Dachspeicher befangen. Wo fangen wir da an? Dachspeicher, welcher Punkt ist das denn? Aber die Orientierung hier ist ein bisschen tricky. Ehrlich gesagt. Da gibt es so viele verschiedene Wege. Runen haben wir im Moment nicht. So, wo waren wir hier? War es letztes Mal auch schon so? Da unten waren wir auch noch nicht. Hier fehlt mir eine Menge. Da kann man lang gehen. Guck mal, hier bin ich hochgefahren. Gehen wir einfach mal von diesem Ort jetzt weiter. Von diesem Ort der Gnade. Und dann gucken wir uns den Rest an, um das mal ein bisschen zu checken. Oder bin ich von hier gekommen?
Nicht von hier. Ich glaube, ich bin von hier gekommen. Hab hier den Ort der Gnade und bin dann hier nach oben gefahren. Dann mach mal den Teil jetzt. Genau. Okay. Dann ist auch ein bisschen gemütlich hier sowas, finde ich. Wir müssen aufpassen, aber wir erkunden mal dieses Gebälk hier. Bis nach oben, weil da habe ich glaube ich noch nicht alle Abzweigungen mitgenommen. Ach, gegen mehrere. Nee, danke. Und so positionieren, dass sie nicht seitlich runtergeschoben werden oder auch selber bei einem Angriff darunter springen aus Versehen. So. Unten liegt hier noch was. Viel ist jetzt auf dieser Ebene nicht mehr. Weil das haben wir schon auf dem Weg gemacht, als wir da zu dem geheimen Gebiet sind, also zu diesem Wildschwein-Boss, zum Kommandant, wie ist der, Gaius? Das war schon wieder ein bisschen vom Winkel fies. Vom Gaius und von dem anderen Gebiet, von der zweiten Fingerruine. Deswegen ist hier kaum noch was übrig, da hinten zum Beispiel. Diesen Zahnrädern waren wir auch schon. Komme ich hier ums Eck? Ja, ein bisschen finster. Vielleicht eine kleine Lampe anmachen, dass wir wenigstens unsere Füße ein bisschen besser sehen. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Kommst du ums Eck geflogen? Wo bleibst du da hängen? Schon. Diese Aufzüge da links haben wir noch nicht benutzt. Guck mal, was ist denn hier? Ach, hier muss ich auf das Zahnrad springen. Das war das. So. Oben war auch der lustige Zauber. Freund, wie ich ihn nenne. Ist auch kein Freund, ist ein Arschloch. Diese Balken verunsichern mich auch mal so, dass ich da nicht mehr normal kämpfen kann. Da habe ich gleich so eine Hirnblockade. Ja, genau du. Jetzt schon keinen Bock auf dich. Wie schlecht ist mein Timing denn? Das ist unfassbar. Wie sofort mein Hirn verkantet, weil ich auf so einem Balken stehe und dann nicht mehr stressfrei das machen kann. Ah, okay, genau darauf hatte ich gehofft. So, ist okay, ich warte hier auf dich. Nein! Die Dolche, die ich da beschworen habe, durch die Abwehr,
greift normal an. Das ja. Die Dolche, die ich ihm geschworen habe, haben diesen Moment gecancelt, den Stagger, wo ich dann schon den Critical Hit hätte machen können. Das hasse ich immer, wenn man durch eigene Angriffe, durch eigenen Schaden das zu vorzeitig abbricht. Gibt es manchmal auch in Kombos, das was extrem ärgerlich ist. Das war auch gegen Malenia, manchen Sachen. So, letztes Mal bin ich dann darunter. Und ich glaube daraus und dann mit dem Aufzug nach unten Richtung Gaios. Diesen Weg habe ich noch gar nicht gemacht. Frage ist auch, wie man da hochkommt. Das ist mal eine gute Frage. Manchmal kann man sich auf den Aufzug oben drauf stellen. So, kommen wir jetzt hin. Wo sind wir jetzt? Hier ist mir überhaupt nichts dabei, zu diesem anderen Item zu kommen, was wir gerade gesehen haben. Und auch die falschen Amulette fällt mir gerade auf. Falschen Talismane. Das ist so geil. Irgendwie bin ich komplett anfällig für diese Kombinationen, die das Spiel mir entgegenwirft. Er hat zweimal schnell angegriffen, so zack, 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 nicht super schnell, aber so nach einem bestimmten Rhythmus. Und dann dachte ich, okay, den dritten fange ich ab. Und der dritte ist genau, der dritte ist dann genau anders. Und zwar so, dass wenn ich dann versuche zu parieren, wie ich es gemacht habe, genau das zu früh mache, dann offen für einen Gegenangriff bin und eins voll aufs Maul bekomme. Das ist, da liegt übrigens auch, da liegen auch Items. Das ist noch so viel irgendwie hier zu machen. Das ist noch wichtig, ist eine andere Frage, aber ich will das gerne. Was ich nicht möchte, ist meine ganzen Runen jetzt verlieren, die da über dem Arschloch liegen. Warum ist der Weg dahin ziemlich mühsam jetzt, glaube ich, oder? Da hoch. Schon wieder viel zu knapp an der Kante. Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch genug Festplattenplatz habe zum Aufnehmen. Ja, noch ein bisschen, auch nicht mehr viel. Folgen werden dann doch relativ groß. Hohe Qualität. Also klar, der Rhythmus ist halt so gewollt. Das war ja eh, als das ganz neu war mit diesen Delayed-Angriffen, alle so, was ist das denn? Gerade bei Bossen, weil man das ja vorher gar nicht gewohnt war. Aber es muss halt irgendwann machen. Damit haben sie dann natürlich die Herausforderung gesteigert. Ist natürlich fies, aber wenn man jetzt immer nur den gleichen Rhythmus hätte, das ist jetzt so, wenn man die alten Dark Souls-Spiele spielt, dann merkt man das. Die sind im Vergleich wirklich einfacher. Und das ist halt okay, man hat halt dazugelernt. Nein, nee, stoß mich nicht nach hinten oder so. Okay, du fliegst weg. Das macht einen ganz schönen Unterschied. Und das ist halt, man muss das lernen. Man muss lernen, wie das funktioniert und wie man damit umgeht. Kann natürlich manchmal anstrengend sein. Aber ich finde das eher witzig, weil ich das Gefühl habe, die beobachten die Spieler ganz genau oder auch sich selber und die haben diese typischen, man sieht einen Gegner, der macht einen bestimmten Rhythmus und denkt man so, okay, jetzt habe ich die zwei gesehen, der dritte Angriff kommt jetzt und genau den dritten Angriff machen sie anders. Und das ist eigentlich ganz cool, weil das natürlich auch ein bisschen widerspiegelt, wie teilweise ein Mensch reagieren würde, der auch nicht immer das Gleiche machen würde, obwohl ich würde immer das Gleiche machen, aber... Aber das ist, ich finde das super. Das ist natürlich nervig in dem Augenblick, weil die Idee ist total cool, das zu variieren, da verschiedene, ja, ein bisschen Abwechslung reinzubringen und so. Ich finde das klasse. In dem Augenblick ist immer so eine Mischung aus so, oh fuck. Und gleichzeitig muss ich immer so ein bisschen grinsen, weil ich mich so ertappt fühle, weil ich genau denke, okay, der hat genau gewusst, was ich jetzt gleich machen werde und wie meine typische Reaktion aussieht. Irgendwie so eine Panikrolle, oder so ein Abwehrversuch oder so. Dass ich das auch nicht
Ist das nicht getimed Kriege? Ist das Dümmste auf der ganzen Welt. Danke. Okay, danke. Das habe ich nicht gesehen, weil es schon bunt geleuchtet hat vor mir. Muss halt die Zeit nutzen, um dann hier ranzukommen. Schwer ist das eigentlich nicht. Der zweite Angriff kommt auch einfach schneller. Ja, darauf habe ich gewartet. Danke. Boah, gehen Sie mal los. Dann sammeln wir unseren Shit wieder da hinten ein. Und dann lasse ich mich von dieser Dreier-Kombo mal nicht ficken. Sätze aus dem Swingerclub. Weil er macht diese 1, 2, die Drehung und die sammelt dann komplett rein. Och nö. So schwer ist der nicht. Jetzt reiß dich mal zusammen, Martin. So, reiß dich mal zusammen. Und ich kann das auch einsammeln, nachdem ich ihn gecrittet habe. Wann fange ich eh schon mit dem Crit an? Der ist schon halb tot. Kann ich jetzt einfach mal... Diesmal hat er es nicht gemacht. Aber den hat er gemacht. Er hat die letzte Drehung nicht gemacht. Das Schwein. Nur um mich zu ärgern. Um mich wie so ein Deppen dastehen zu lassen. Eines unbesungenen Helden. So. Wie viel gibt die? 50.000 Runen, Baby. Okay. Wir haben zwar in letzter Zeit schon wieder Hunderttausende irgendwo ständig verloren, aber haben auch wieder welche gefunden. So, jetzt haben wir den. Das ist das, was wir von Weitem schon gesehen haben. Komme ich jetzt von hier irgendwo anders hin? Wahrscheinlich übersehe ich auch irgendwo noch Geheimgänge. Ich habe eh erstaunlich wenig Geheimgänge gefunden. Da wird dann in nächster Zeit auch noch eine Menge auftauchen. Also ich habe wenig Geheimgänge gefunden. Ich habe ein paar Secrets gefunden und auch ein paar Rätsel gelöst. War ich auch ein bisschen stolz auf mich, gar nicht so schlecht. Aber wir haben auch noch eine Menge verpasst. Das ist zu tief, oder? Um auf diese Statue zu springen. Haben wir denn oben alles gemacht? Bin gar nicht ganz sicher. Zum Beispiel jetzt, wie kommen wir zu dem Item, was jetzt hier liegt? Das hier. Hat das mit dem anderen Aufzug zu tun? Wie komme ich in den anderen Aufzug? Da kommen wir doch überhaupt nicht hin. Der grenzt... Ah! Der andere Aufzug. Kommt man davon? Ha, schau mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Erstmal kann ich, glaube ich, hier rausrollen, um dahin zu kommen. Das ist das eine. Das zweite ist, was ich probieren möchte. Also den Aufzug hochfahren lassen. Und den nehmen. Der hält auf der gleichen Ebene. So, und dann fahren wir mal hoch und checken das. Und dann haben wir den Ausgang. So. Okay. Der endet mir aber nur an der anderen Seite. Gut, vielleicht. Ist mir doch nur. Ich muss da oben drauf. So, wie kommen wir jetzt aber da oben drauf? Ich muss. Während der hochfährt. Ich habe eine Idee. So, und dann auf den drauf springen. So, und jetzt nochmal. Ich habe erst gedacht, der fährt dann vielleicht woanders hin, aber das hilft mir gar nicht, sondern so, jetzt und jetzt das so machen. So. Und zwar nicht zu früh, dass ich mir dann die Knochen breche. So, jetzt. Okay. Na guck, das ist die Art von Rätsel, die ich schnalle. Und vor allem ist das die Art von Rätsel, die mir den Tod bringt. Reicht ein normaler Sprung oder brauche ich einen Anlauf? Was brauche ich überhaupt nicht? Naja,
Drachenhilde. Boah, es hat erstaunlicherweise geklappt. Eigentlich ist sowas mein sicherer Tod. Naja. Haben wir jetzt hier oben alles erledigt? Sonst, ich glaube. Also, was möchte ihr noch? Gibt es diese Zwischenebene? Ich check mal diese Zwischenebene aus. Die Frage ist, von welchem Aufzug komme ich da besser hin? Das ist, glaube ich, egal. War ich denn auf der anderen Ebene schon mal, wenn ich da hingehe? Kann ich nicht einfach in den Raum runterspringen? Und auf der anderen Ebene waren wir auch schon. Ist das vielleicht nicht ganz so gefährlich, als wenn ich versuche, aus dem Aufzug zu springen? Aber Gefahr ist doch mein zweiter Name. Wissen wir doch. Perfekt. So, was machen wir jetzt hier? Die Fragen stellen wir uns erst danach. Erstmal hingehen und dann gucken, was wir machen. Wollen wir überhaupt hier hin? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es gibt oft ja auch, nicht immer, aber es gibt dann oft auch Hinweise auf so geheimen Wege, deswegen. Weil das einfach so ohne Sinn und Verstand kaputt hauen. Wahrscheinlich ist es nur dazu da, um von hier auf eine andere, Ebene zu kommen. Auf die hier. Kann ich jetzt auf diesen Vorsprung springen, ohne zu sterben? Das ist zu tief. Was mache ich denn jetzt hier? Was? Ich bin doch gewechselt. Nee, ich bin zu doof zum Klicken. Ich hab doch... Okay. So viel dazu. Schön, dass ich hier hingesprungen bin. Gut gemacht. Und jetzt? Gar nichts. Muss ich hier auf den Aufzug springen, um hier wieder wegzukommen. Toll. Das ist doch, da habe ich jetzt irgendwas verpasst. Das war bestimmt voll der kluge Move. Ich habe bloß den Follow-up jetzt irgendwie nicht hingekriegt. Ich fand's toll. Geht die Leiter wieder runter. Das müsste eigentlich direkt zum Ausgang führen und dann zum Hintertor. Was da? Wir checken es trotzdem nochmal, ob es noch irgendwas anderes gibt, aber ich glaube, dann haben wir diesen Teil zumindest hier cleared. Vergiss immer, wie man fliegt. Hier runter. Hier geht es natürlich auch noch hin. Sieht mir aber auch zu tief aus. Probieren wir gleich an mit einem Stein. Hier sollten wir auch nicht lang, glaube ich. Und hier ist der Aufzug, der runter zum Hintertor führt. Ja. Okay, nice. Wie hoch die Burg ist. Echt abgefahren. Okay, probieren wir mal, ob wir hier runterspringen können. Vielleicht auf so ein Bücherregal. Fickle, fidgety little letters. I should wipe you clean off the page. Was ist das denn?
Now, Freya. Don't let it rile you up. Okay. Take it slow. Take it slow. Wenn jemand Selbstgespräche führt, ist es manchmal leichter herauszufinden, wie die Person heißt. By my lord, will I ever make sense of this jumble? Ich dachte, das wäre sie gewesen. Oder ist das jemand anders gewesen jetzt noch? Ich will dich aber auch nicht umhauen. Bist du das? Das sieht auch nicht aus mehr wie eine Frau. Das habe ich eben so falsch gesehen. Das irritiert mich jetzt. War die das einfach gar nicht? Das haut doch die eigene Einrichtung kaputt vor Frust. Oh Gott, das sieht auch aus wie ein Bossfight da drin. Das will ich jetzt gerade gar nicht. By my lord, will I ever make sense of this jumbo? Was hat denn der Freya jetzt auf sich gehabt, ne? Schlacht von Marik. Das ist ein Bossfight hinter der Tür. Das ist ein Bossfight. 100 pro. Hier ist eine Statue von Marika. Guckt euch den Turm an. Beziehungsweise steht jemand davor. Aber. Wer ist die Freya? By my lord, will I ever make sense of this jumbo? Wo kommt die Stimme her? Das sind nicht diese Typen. Aber es hört doch auf, wenn ich dann hier hingehe. Ist irgendwas? Okay, ist nochmal. Nein, 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 nein. Das andere ist auch nicht so viel besser. Habe ich auch nicht gut gekämpft. Die Angriffe sind noch neu, aber die waren jetzt auch nicht so schwer zu lesen. Aber sie stellen doch nicht so einen Typen vor den Bossfight. Obwohl, wenn natürlich danach der Nebel da vielleicht ist, kann man einfach an ihm vorbeirennen. Aber trotzdem. Ah, so. Erstmal ein Shit aufsammeln, weil es kann gut sein, dass ich einfach. Ich versuche es darüber zu linsen. So. Ich mache mich lang, ich gucke mal über die Ecke. Wo ist er denn jetzt gerade? Hä? Aber da steht da hinten. Wo steht er nur da hinten? Ja, weird. Fand es eigentlich ganz gut, mit dem Backstep anzufangen.
Und was mit Freya jetzt hier? Das verstehe ich auch nicht. Verstehe ich alles nicht. By my lord, will I ever make sense of this? Oh, vielleicht hier hinter. Vielleicht irgendwie hier hinter. Die Stimme kommt vielleicht von einer Seite hier. Ah, okay. So viel dazu. So viel zu in dem Backstep. Damit dürfen wir nicht anfangen. Na dann. Müssen wir fair spielen. Hervorragend. Geflügelter Schlangenhelm. Kriegsasche Flammenspeer. Ja, ja, die Tür mache ich nicht auf. Vergiss es. Ich möchte also den Rest des Turms erkunden. Und ich möchte hier gern wissen, wo die Freya ist. Die ist hier ums Eck. Wie komme ich da hin? Das ist ein Stein. Das heißt, ich kann hier nicht darüber gehen irgendwie. Nicht von der Seite. Blöde ist, hier ist auch kein Ort der Gnade richtig nah, ne? Ein ganz schönes Rumgehampel, um hier hinzukommen. Am einfachsten kommt man, glaube ich, vom Schattenbergfried hochfahren, hier rüber, ja. Nein! Vom Schattenbergfried hierher, so. Aber wie komme ich von hier sonst weg? Gar nicht. Hier ist auch nichts mehr. Hier hinten war der Raum mit der Statue von Marika. Und das war's, glaube ich. Ich bin komplett überzeugt, dass der Messmer hinter der Tür steht. Oh, guck hier. Von hier aus muss ich da irgendwie hinkommen. So, erstmal du weg. Mach halt auch immer Ärger, kann ich auch nichts für. Hier muss man irgendwie. Eigentlich muss ich aber noch eine Ebene höher kommen, dann von hier aus. Hier bei dem Balkon. Mir auch nicht. Die Statue ist zu tief. Ja, die ist viel zu tief. Da komme ich nicht weiter. Seite schieben, irgendwas damit machen. Ist dahinter irgendwas an der Ecke oder ist das nur vom Boden? Selbst wenn ich es besser weiß, kann ich nicht aufhören. Dahinter. Hinterer Bereich, Dachspeicher. Ist das das, wo ich gerade hin möchte? Nein. So, das ist der Startpunkt, genau. Da habe ich noch ein bisschen was zu erkunden von der. Wir können direkt mal hiermit anfangen, einfach hier runtergehen. Zum Beispiel als allererstes.
heißt denn wohl der Ort der Gnade hier? Lagerhaus Erdgeschoss. So. Können wir ein Level aufsteigen? Können wir sogar. Ein bisschen Stärke mitnehmen. Können wir mal einen besseren Schild. Einen anderen Schild tragen für bestimmte Fights, wenn wir was wollen. Hier. Hier ist auch noch weiter. Ganz kurz, was hier in dieser Richtung liegt. Ein Aufzug. Hier geht's nach unten in die Burg. Die Frage ist, wie ist das verbunden? Das ist natürlich auch. Das erkunden wir jetzt mal in die Richtung erstmal. Gleiche wie wenn ich von vorne komme, das ist jetzt an der anderen Seite ankomme. Vielleicht. Stein 2. Das richtig hier. Nach seine Giftwolke hinterlassen. Welche Asche ich auf dem Schild habe? Karianischer Gegenschlag habe ich im Moment auf dem Schild. Hier geht's runter. Damit wir es nicht vergessen, falls jetzt irgendwas passiert. Manchmal denke ich, so eine offensichtliche Abzweigung. Und dann laufe ich irgendwo lang und was Schlimmes. Nadelritterin Leda unterstützen. Den Hornherold unterstützen. Oh, jetzt muss ich hier eine Entscheidung treffen. Die Farbe ist aber auch schon ein bisschen interessant. Oh, das markiere ich mir auch nochmal. Mit. Womit markiere ich mir das denn? Damit. Also. Die Hornherolde wurden von Marika und von Mesmer angegriffen. Mesmer ist da hingekommen und hat die weggehauen. So. Mikella hat sich so ein bisschen dagegen aufgelehnt. Es geht darum. Mikella wird so ein bisschen als der Gute aus der Familie dargestellt. Allerdings ist irgendwas ein bisschen faul. Es gab diesen Zauber.
diesen Charme auf den Leuten, die schon beeinflusst hat. Zwar am Anfang auch alles, der gütige Mikela, der gütige Mikela. Ach, Mikela ist so toll. Hast du schon von Mikela gehört? Darf ich dir kurz von Mikela erzählen? Und dann haben wir diesen Bann gebrochen und auch die Rune. Und dann hat sich das Verhalten von allen ein bisschen geändert. Manche haben gesagt, okay, ich spüre das nicht mehr, aber Mikela ist immer noch super, wie die Leder. Der Hornherold eigentlich war da auch nicht, dass er sich dagegen gewandt hat. Andere waren da schon skeptischer. Tjollir, wie der heißt zum Beispiel. Der wusste gar nicht mehr, was los ist. Und die Leder ist jetzt so drauf. Die Leder ist so drauf, so. Ja, ach, keine Ahnung, jetzt der Zauber ist weg. Ich glaube, die sind alles gar keine echten Mikela-Fans. Die kennen nicht mal sein erstes Album. Und deswegen bringe ich die jetzt alle um. Wir fangen mit dem Hornherold an. Der hat zwar überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen, aber den hauen wir jetzt einfach mal weg. Und, I don't know, muss das sein? Kommen. Das mag ich nicht. Shield Bashes. Das heißt ja, Mikela ist mir eh ein bisschen suspekt. Seine Schwester war ja auch ein bisschen komisch. Und die Leda ist jetzt auf dieser Murder Spree, weil sie denkt, ja, gehen wir lieber auf Nummer sicher. Hauen wir einfach mal alle um. Finde ich jetzt auch nicht so ideal. Sagt der Typ, der hier einfach alle umbringt. Bin ich alle um. Manche NPCs habe ich nicht umgebracht. Warum führe ich Selbstgespräche mit mir? Das weiß ich auch nicht. Lass doch mal bleiben. Okay. Außerdem artikuliere ich noch meine Gedanken. Zu eurem Vorteil. Habe ich mich mal damit dazu gesellt. Auch ein Erdenbaum. Wir haben auch schon den kleinen Erdenbaum im Heimatdorf von Marika gesehen. Der ist jetzt ein bisschen weiter. Gerade noch gesehen, das Schwein. Okay, der Angriff ist ja schneller. Aber insgesamt gefällt mir das Gebiet total gut. Sehr interessant finde ich jetzt so von den ganzen Architekturen, wie Schmiedestein 1 so macht. Unangenehme Kombination. Ich glaube, ich werde den einfach
lass mal direkt los, wenn es geht. Kann mich dann voll auf den anderen konzentrieren. Linkshanddolch. Oh, ich möchte auch wirklich noch mal Lust, auch was anderes zu probieren. Mal ganz kurz schauen. Dolch mit großem Handschuh zur Führung in der linken Hand vorgesehen, um mit einem durchbohrenden Schwert oder einer gleichartigen Klinge in der rechten Hand einen unverwechselbaren Kampfspiel zu ermöglichen. Mit der Parade. Was mag, das will ich noch mal probieren, ein bisschen. Sau. Tulpi Galino, du hast das komplette Dark Souls 3 Let's Play bei mir geschaut. Ja? Hast du auch, auch das New Game Plus dann noch geschaut? War schön, dass du, nachdem du mich aus den Augen verloren hast, jetzt wieder zurück bist. Das freut mich. Und willst mir einen Sub da lassen? Natürlich immer nett. Also, an dieser Stelle mal einfach ein Dankeschön an alle Leute, die mich unterstützen. Sei es mit einem Twitch-Sub, was möglich ist. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag auf Patreon, was natürlich auch super ist. Also vielen Dank an die Leute, die das machen. Es sind doch einige. Und das freut mich einfach. Natürlich eine kleine Unterstützung für mich, aber es freut mich einfach, dass dann Leute so viel Spaß an meinem Content haben und sich das wert finden, das zu unterstützen. So, weg mit den beiden. Dark Souls 3 war aber auch super. Das letzte hat auch so Spaß gemacht. So ein tolles Spiel. Da werden wir jetzt runtergesprungen, ne? Von eben her. Okay, hier oben gibt es auf jeden Fall noch die. Machen wir uns noch Markierung hier. Die Main. Die Haupttreppe runter. Die Freya da oben. Da muss ich nochmal entdecken, was wir mit der Freya machen. Hier geht's zum Boss. Oh, hier geht's zum Hippo-Boss. Es ist völlig unvorstellbar. Man hat uns nicht zurückgelassen. Mesma ist Königin Marikas Sohn. Ihre Gnaden würde niemals ihr eigen Fleisch und Blut verlassen. Die Marika hat den Mesma ja hingeschickt, damit er hier Rabatz macht. Ich bin halt auch nicht ganz sicher, wie Mikela da reinpasst. Das ist halt die Frage, die sich mir stellt, die auch nicht ganz irrelevant ist für die Leder-Hornherold-Geschichte. Und auch wenn ich, ja, manchmal ist die Frage, heiligt der Zweck die Mittel? Jetzt auch einfach, wo ich die Treppe runtergegangen wäre. Vielleicht komme ich zum Gleichen. Die Frage ist halt, ja, die Leder hat vielleicht ein bisschen zweifelhafte Methoden, aber ist sie trotzdem unterstützenswert, obwohl sie so drauf ist? Oder ist das zu viel? Die Hornherolde greift mich auch die ganze Zeit an. So, ich habe nichts getan. Also inzwischen schon. Aber lange Zeit habe ich hier nichts getan. Die sind aber immer aggro, kann ich auch nichts für. Bleib schön sitzen. Schenkungstalisman des Herrn. Das klingt ja mal. Was ist das denn? Verbessert Gleichgewicht nach Verwendung einer Tränenflasche. Talisman der Godfrey, den ersten Eldenfürsten zeigt, der das kostbare Harz erhält. Verbessert Gleichgewicht nach Verwendung einer Tränenflasche. Der Herr akzeptiert den Saft stoisch, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Nur wenig überraschend, dass der Herr des Erdenbaums einen langen Schatten über die Lande wirft. Okay. Hier haben wir auch wieder so ein. Das ist doch wieder so ein Horn-Kollege, oder? Ne, ist einer der schwarzen Ritter. Weit sah es so ein bisschen aus. Ich guck.
parieren können. Beinschutz der schwarzen Ritter. Mal schauen, ob wir da oben zu der Haupttreppe hier die Verbindung hinbekommen. Von dieser Seite aus. Ich sehe gerade nicht viel. Ich lasse kurz. Okay. Jetzt alles wieder gut. Eine ordentliche Waffenkammer. Der hat einen Schmiedestein 1. Vielen Dank. Hier sind wir. Die Tür habe ich komplett übersehen. Vielleicht ging die auch von der Seite gar nicht auf, als ich dann im Raum war. Ist gut möglich. Okay, das ist die Verbindung. Das hier ist zu tief. Jetzt können wir aber noch die Haupttreppe noch mal anschauen. Und was hat es denn jetzt mit Leder und mit... Wofür ist das relevant? Finde ich total spannend. Ich tendiere zu dem Hornherold. Das ist halt immer so, man hat ja oft Sympathien für den Underdog und. Ich sag mal, die Farben helfen auch nicht. Die Farben helfen wirklich nicht. Ah, da geht's auch zum Hippo. Dann ist es wohl Hippo-Zeit, oder? Einfach. Es ist Hippo-Zeit. Ist ja auf einer Seitentreppe. Ja, vielleicht ist es auch nur eine Beschwörung im Fall. Ich habe irgendwie das Gefühl, was geht hier? Man unterstützt jemanden, nicht unterstützen mich. Natürlich trotzdem sein, dass das für den Fight dann Auswirkungen hat, dass man einen davon beschwören kann als NPC. Aber hier steht, man unterstützt halt jemanden. Weil dieser Konflikt hat sich ja angebahnt zwischen dem Hornherold und der Leda. Und da kann ich jemanden unterstützen, wird gesagt. Wo ist denn jetzt der nächste? Ja, es ist natürlich besser von der Seite zu kommen, dann habe ich nochmal volle Ressourcen. So, was macht man gegen den? Was hat denn der so gezaubert, das Hippo? Physische Angriffe natürlich. Hier kann ich jemanden beschwören. Goldene Rufzeichen, da weiß ich nicht mal, wen ich bekomme. Ah, man sieht es eben. Wer ist denn das? Ah, das ist der Typ. Das ist doch der Hornherold. Sieht manchmal anders aus, oder? So. Hat nicht viele Hörner. Noch klein. So, für den Bossfight. Die beiden Sachen behalten wir.
Und dann auf jeden Fall das Ausdauer-Regenerations- Verwendung einer Tränenflasche, auch ein bisschen speziell. Also entweder das noch mehr Ausdauer einfach. Die anderen Sachen sind immer recht speziell, wenn ich nicht genau weiß, was er macht. Ich habe vergessen, was er gemacht hat. Er hat sich jetzt. Ich habe ihn nur einmal gesehen, als ich da reingestolpert bin und gar keine Lust auf den Boss hatte. Der greift an normal und dann verwandelt er sich in der zweiten Phase in so eine Art Stachelschwein und schickt immer diese Stacheln raus. Die hatten, wenn ich mich richtig erinnere, so einen gelben Schein. Heilig oder Blitz, ich weiß es nicht mehr. Könnte das theoretisch sein? Der Perlenschild-Talisman könnte da helfen. Können uns natürlich irgendein Fett drauf schmieren. Magiefett. Königliches. Von den neuen Sachen kann ich irgendwie nichts bauen. Aber ich habe ein paar Kochbücher auch verpasst. Scharlachfäule. Der kriegt jetzt Scharlachfäule. So einfach. Hat er verdient. Aber das ist ein fieser Cliffhanger. Den Boss mache ich nämlich erst in der nächsten Folge. Den schauen wir uns an. Gucken, was da kommt. Bin gespannt, wie der wird. Als ich hier reingestolpert bin, ging es ja einigermaßen. Bin ich sofort in die zweite Phase gekommen. Aber das heißt ja noch nicht zwangsläufig was, weil die zweite Phase oft interessantere ist. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. Bis dann.